Von Schulabbrechern bis hin zu promovierten Akademikern. Die Darsteller von The Big Bang Theory verfügen über ein breites Spektrum an Bildungserfahrung im wirklichen Leben. Auch wenn sie nicht alle Supergenies sind, haben sie es doch alle zu etwas gebracht. Hier erfahrt ihr, wie weit einige der Topverdiener des Fernsehens in der Schule gekommen sind. Kaylee Cuoco ist keine dumme Blondine. Sie hat nie ein College besucht, da sie zu sehr damit beschäftigt war, ein Sitcom-Star zu sein, um sich in die Welt der höheren Bildung zu wagen. Stattdessen hat sie die Highschool frühzeitig hinter sich gebracht und ist dann in die Forbes-Liste der bestbezahltesten Fernsehschauspielerinnen aufgestiegen. In einem Interview mit Parade aus dem Jahr 2012 gab Cuoco zu, dass ihre aufkeimende Karriere, die mit einem Barbie-Werbespot begann, sie in der Schule zu einer Ausgestoßenen machte. Ihre Mitschüler hielten sich für cooler als sie, sodass sie in der 5. Klasse beschloss, die Schule zu verlassen und zu Hause Unterricht zu nehmen. Eine Entscheidung, mit der sie letztendlich zufrieden war. Als sie 16 Jahre alt war, hatte sie ihren Highschool-Abschluss in der Tasche. Als die Highschool vorbei war, hatte Cuoco Zeit, sich auf ihre Durchbruchrolle in der ABC-Sitcom 8 Simple Rules zu konzentrieren. Obwohl sie nie eine traditionelle Highschool besuchte, erlebte sie ein kleines Stück der typischen Highschool-Erfahrung. Als Ashley Tisdale sie zum Abschlussball einlud, der allerdings nicht so ablief, wie sie sich's erhofft hatte. Wie sie Parade erzählte: "Ich trug etwas Schlichtes, um unauffällig zu sein. Aber diese furchtbar gemeinen Mädchen sagten: 'Oh, du glaubst, du gehst in deinem schicken schwarzen Kleid zur Oscar-Verleihung?' Ehrlich gesagt war ich einfach nur froh, dass ich nicht auf diese Schule ging." Dr. Leonard Hofstetter erhielt seinen Doktortitel im Reifenalter von 24 Jahren, aber der Schauspieler, der ihn spielte, war nur einen einzigen Tag auf der Highschool. Und das war nicht einmal ein ganzer Tag. In einem Interview mit Time Out Chicago aus dem Jahr 2009 verriet Johnny Galecki, dass er die Schule während der 8. Klasse abbrach, nachdem er jahrelang den Unterricht um jeden Preis gemieden hatte. Er erklärte gegenüber Time Out: "Als in der 3. Klasse die schriftliche Division aufkam, bin ich 45 Minuten lang auf die Toilette gegangen, ohne dass jemand eine Augenbraue hochgezogen hat. Jeden Tag zur gleichen Uhrzeit, nur um dem zu entgehen." Galecki hat vielleicht nicht das Mathe-Gehirn seiner Paraderolle, aber er hat schon immer einen ausgeprägten Verstand. Knowledge is the best and safest treasure. Wow, I'm boring myself. Im Alter von 14 Jahren lebte er ganz allein in einem Studio-Apartment in Burbank, Kalifornien, während der Arbeit an der Sitcom American Dreamer, seinem ersten großen Durchbruch. Seine Familie hatte 9 Monate in Long Beach verbracht, bevor sie zurück nach Chicago zog, und er blieb zurück, um sich auf seine Schauspielkarriere zu konzentrieren. Dr. Sheldon Cooper war ein echtes Wunderkind. Er begann mit 11 Jahren zu studieren und machte seinen ersten von 2 Doktortiteln zu dem Zeitpunkt, als die meisten Kinder ihren ersten Kuss hatten. Auch wenn Jim Parsons als Teenager keinen Abschluss gemacht hat, so hat er doch einen Masterabschluss, der ihm geholfen hat, sein Handwerk zu perfektionieren. Laut Parsons Mutter wusste ihr Sohn, dass er Schauspieler werden wollte, seit er 3 Jahre alt war. Um seine Träume zu verwirklichen, konzentrierte er sich auf seine Ausbildung und sein Training. Aber es waren seine Eltern, die ihn dazu brachten, sich ernsthaft mit seinem Talent zu beschäftigen und einen Masterabschluss zu machen. Jim was a very adventurous little boy. Loved to make believe. Very friendly, love to play. In einem Interview mit NPR's Fresh Air erklärte Parsons: "To me, like, what are you doing to make a real financial go of this? You know, what is your next step? What's the whatever? Which kind of led me to grad school, etc." Parsons machte seinen Bachelorabschluss an der University of Houston und absolvierte einen Master in klassischem Theater an der University of San Diego. Während seines Studiums war er Ende 20, also etwa 10 Jahre älter als Sheldon, als er seinen Doktortitel erhielt. Mayim Bialik ist die einzige Big Bang Theory-Darstellerin, die es mit der Figur, die sie spielt, aufnehmen kann. Sie hat einen Doktortitel in Neurowissenschaften, aber ihr Bildungsweg war unkonventionell. Im Alter von 14 bis 19 Jahren ging sie nicht zur Schule, da sie Nachhilfeunterricht am Set bekam für die Hauptrolle in der erfolgreichen Sitcom Blossom. Aber schon damals wusste sie, dass sie aufs College gehen wollte. Gleich nach dem Ende von Blossom im Jahr 1995 machte sich Bialik auf den Weg zur UCLA. Sie machte ihren Bachelor in Neurowissenschaften und hebräischen und jüdischen Studien.
Während ihrer Doktorarbeit beschäftigte sie sich mit Zwangsstörung und untersuchte, wie das Gehirn bestimmte Hormone ausschüttet. Dieses Wissen nutzte sie später, um ein Buch über die Hormone zu schreiben, die bei der Bindung zwischen Kindern und Eltern eine Rolle spielen. I was also made the spokesperson of Texas Instruments calculators. So that's what you get with a PhD in neuroscience. Big Bang Theory and you're the spokesperson for graphing calculators. Obwohl Bajalik eine echte Wissenschaftlerin ist, hat sie dieses Leben aufgegeben, um wieder ins Showbusiness einzusteigen. Wie sich herausstellte, ist Hollywood für Mütter einfach einfacher. Das sagte sie gegenüber National Geographic. Es war aufregend, 2007 meinen Doktortitel zu bekommen. Aber wenn es darum geht, Zeit für die Erziehung meiner beiden Söhne zu haben, war das flexible Leben einer Schauspielerin besser als die langen Arbeitszeiten einer Forschungsprofessorin. Simon Helberg hat es in der Schule nicht ganz so weit gebracht wie Howard Wolowitz. Tatsächlich hat der Schauspieler nicht einmal das College abgeschlossen, obwohl er im wirklichen Leben Pianist ist. Eine Fähigkeit, die er mehrfach bei The Big Bang Theory eingesetzt hat. Bevor Helberg sich für die Schauspielerei begeisterte, verfolgte er einen Rock'n'Roll-Lebensstil. In einem Interview mit Conan O'Brien verriet der aus L.A. stammende Schauspieler, dass er in der 8. Klasse einer Rockband beitrat und auf dem Sunset Strip spielte. And I was like Rain Man, like I was just like soloing, and I was looking down like, and I'd look up and you know, there would be like an orgy on the stage with them. Während der Highschool studierte er Jazz, wo er seine Klavierkenntnisse auffrischte, bevor er auf das College wechselte, um Schauspiel zu studieren. Er besuchte die prestigeträchtige Tisch School of Arts der NYU, die er allerdings nie abschloss. Trotzdem fand er die Erfahrung wertvoll. In einem Interview bei den Golden Globes sagte er: Ich habe das College nicht abgeschlossen und deshalb bin ich eine seltsame kleine Person. Aber es war einer der großen Momente in meinem Leben. Kunal Nayar ist vielleicht kein promovierter Astrophysiker wie Ray Kuthrappali, aber er ist sehr gut ausgebildet. Er hat einen multikulturellen Bildungshintergrund, da er die Highschool in Indien besuchte und nach seinem Abschluss in die Vereinigten Staaten kam. And I wasn't scared as much as I was excited, to be honest. I was 18. You know what I mean? I was going to a new country. Nayar verfolgte während seines Studiums an der University of Portland, wo er Wirtschaft studierte und in seiner Freizeit Schauspielunterricht nahm, ursprünglich einen traditionellen Karriereweg. Falls es mit der Schauspielerei nicht klappen sollte, hätte er immer noch einen soliden Abschluss, auf den er zurückgreifen könnte. Glücklicherweise brauchte er nie seinen Plan B. Sein Schauspielhobby verwandelte sich in eine echte Karriere, als er den Mark Twain Award für komödiantische Brillanz und ein Stipendium für das Sundance Theatre Lab gewann. Nach seinem Bachelorabschluss absolvierte er ein MFA-Studium in Schauspiel an der Temple University. Melissa Roach hat mehr mit der Cheesecake Factory-Kellnerin und promovierten Bernadette gemeinsam, als man denken würde. Aber das liegt nicht an ihrem gemeinsamen Abschluss. Roach ist in Jersey geboren und aufgewachsen, was bedeutet, dass sie einen großen Teil ihrer prägenden Jahre im Einkaufszentrum verbracht hat. Obwohl sie nicht ausdrücklich eine Vorliebe für überteuerte Fladenbrote und Käsedesserts bekundet hat, hat sie ihren Erfolg eher an Wetzel's Pretzels als an Dollarscheinen gemessen. Wie sie gegenüber NJ.com verriet, gab ihr der Verkäufer in ihrer Heimatstadt eine kostenlose Brezel, als sie ihren ersten Erfolg im Fernsehen hatte. Aber nachdem die Sendung, in der sie mitspielte, abgesetzt wurde, musste sie leider wieder für ihre Brezeln bezahlen. Zum Glück hatte Roach eine College-Ausbildung, auf die sie zurückgreifen konnte. Es begann mit ihrer Kindheit in einem typischen Vorort von Jersey, die sie damit verbrachte, an die Küste zu fahren, Tanzunterricht zu nehmen und das Kunstcamp des Brookdale Community College zu besuchen. Nach ihrem Abschluss an der Marlboro High School ging sie auf die Marymount Manhattan School, um Schauspiel zu studieren, wo sie auch ihre Fähigkeiten als Autorin entwickelte. Dies führte dazu, dass sie ihre Einfrau-Comedy-Show The Miseducation of Jenna Bush mitgestaltete. Dann zog sie nach L.A. und die Schauspieljobs begannen einzutrudeln. Staten Island hat der Welt viele Schätze beschert, darunter auch Kevin Sussman, der in The Big Bang Theory den liebenswerten, trotteligen Comicladenbesitzer Stuart Bloom verkörperte. Wie Stuart, der die prestigeträchtige Rhode Island School of Design besuchte, besuchte auch Sussman eine Kunsthochschule. Er machte seinen Abschluss an der New Dorp High School und besuchte dann ein Jahr lang Kurse am College of Staten Island in seinem Heimatbezirk. Von dort wechselte er an die American Academy of Dramatic Arts, eine renommierte Schauspielschule in Manhattan. Nach seinem Bachelorabschluss stellte sich der schauspielerische Erfolg von Sussman nicht sofort ein. Er absolvierte eine Ausbildung bei einer Schauspielerin und ging dann als Computerberater ins Berufsleben. So arbeitete er tagsüber im technischen Bereich und drehte TV-Werbespots, wenn er konnte. Aber als sein Job anfing, ihn beim Vorsprechen zu behindern, wagte er den Sprung zur Schauspielerei.
John Ross Bowie, der den Physiker Barry Kripke spielte, wäre beinahe kein Schauspieler geworden. Ursprünglich war er alles andere als das. Er arbeitete als Highschool-Lehrer, Werbetexter und Bassist der 90er Jahre Punkband Egghead. Es dauerte Jahre, bis er sich zu seiner wahren Leidenschaft bekannte und den Schritt wagte. Er erzählte Spectrum: Ich bin im Theaterviertel von New York City aufgewachsen, was mich eigentlich davon abgehalten hat, Schauspieler zu werden, weil ich so viele Leute kannte, die sich damit abmühten. Schließlich wurde mir klar, dass ich es zumindest versuchen musste, sonst würde ich mir das nie verzeihen. Ich war 28, als ich anfing, meinen Lebensunterhalt damit zu verdienen. Bowie erwarb einen Abschluss in Englisch am Ithaca College, wobei er beim Radiosender des Campus arbeitete. 1998 nahm er Schauspielunterricht am Upright Citizens Brightgate Theatre in New York und trat einer Sketch-Comedy-Truppe bei, die im ganzen Land auftrat. Das führte zu TV-Werbespots und einer kleinen Rolle in dem Film Road Trip aus dem Jahr 2000. Schließlich gelang es ihm, eine feste Fernsehserie zu etablieren, mit einer Hauptrolle in der ABC-Sitcom Speechless und einer wiederkehrenden Rolle in Big Bang. Rati Gupta hat erst vor kurzem nach ihrem Big Bang Theory Debüt als Anu im Jahr 2018 einen großen Hollywood-Erfolg gefeiert. In einem Interview mit Glamour aus dem Jahr 2014 sprach sie über die Schwierigkeit, während der Pilotsaison ins Fernsehen zu kommen. Die erste Welle der Vorsprechen geht an die A-Liste-Stars. Die zweite Welle geht an etablierte Schauspielerinnen, die Top-Agenten haben oder die schon lange Gastrollen spielen. Ich bin die dritte Welle. Ich bin das, was ich gerne als Spezialteam bezeichne. Die Sender rufen uns an, wenn sie feststellen, dass sie keine Minderheiten in ihrer Besetzung haben und deshalb eine ethnische Wahl treffen wollen. Irgendeine Minderheit. Es ist ihnen egal. Gupta kann auf einen guten Bildungshintergrund zurückgreifen, aber es sieht so aus, als ob die ganze Sache mit der Schauspielerei endlich für sie klappt. Bevor sie nach Hollywood ging, absolvierte sie ein Medizinstudium an der Northwestern University mit den Hauptfächern Psychologie und Tanz. Schließlich entschied sie sich für eine Karriere als Tänzerin, anstatt Medizin zu studieren. Sie zog nach Los Angeles, wo sie zu einer begehrten Hip-Hop-Tänzerin wurde und in Videos für Stars wie Lupe, Fiasco und Florida auftrat. Der Rest ist Geschichte. Schaut euch eines unserer neuesten Videos gleich hier an. Bald kommen noch mehr Looper-Videos über eure Lieblingsstars. Abonniert unseren YouTube-Kanal und drückt die Glocke, damit ihr kein einziges Video mehr verpasst.